Im Osten Wismars befindet sich der Abfallwirtschaftshof Müggenburg. Hier wird eine Vielzahl von Abfällen der Hansestadt umgeschlagen. Die Anlage wird durch den städtischen Eigenbetrieb, Entsorgung und Verkehrsbetrieb, kurz EVB, betrieben. Denise Schulz leitet den Abfallwirtschaftshof. Stefan Langer ist der zuständige Bereichsleiter. Sperrmüll und Sondermüll werden durch den EVB entsorgt, eingesammelt. Die können hier angeliefert werden auf dem Abfallwirtschaftshof. Aber für die Sonderabfälle fährt viermal im Jahr ein Schadstoffmobil, was an verschiedenen Stellen in der Stadt steht. Dort kann man dann hingehen und seine Kleinstmengen an Sonderabfällen abgeben. Und die Sperrmüllabfuhr ist zweimal jährlich für jeden Wismarer Bürger anzumelden. Dann kommt extra ein Fahrzeug und sammelt das ein. Wir sind hauptsächlich natürlich für die Wismarer Bürger da, dass sie ihre Abfälle hier entsorgen können. Aber wenn jemand aus dem Landkreis was zu entsorgen hat, natürlich, dann kann er auch nach Müggenburg kommen. Die Wismarer Bürger und Bürgerinnen können ihren Sperrmüll kostenlos auf den Abfallwirtschaftshof bringen. An der Schranke empfängt heute André Piel die Kunden, begutachtet die Lieferung und zeigt, wo der entsprechende Sperrmüll abgeladen werden kann. Alles ganz einfach und unkompliziert. Auch hier gelten die Corona-Abstandsregeln. Egal ob Altmöbel, Elektro-Altgeräte, Farben und Lacke, alles hat seinen Platz, wo es fachgerecht zwischengelagert wird. Denise Schulz organisiert als Leiterin des Abfallwirtschaftshofes die Abläufe. Sie ist Meisterin für Kreislauf, Abfallwirtschaft und Städtereinigung. Ja, wir haben den Abfallwirtschaftshof einmal in einen gewerblichen Bereich geteilt und einmal in den privaten Bereich, in dem wir jetzt stehen. Das nennt sich der Kleinanlieferbereich, in dem private Kunden ihr Abfall herbringen, sei es Sperrmüll. Dann wird es hier getrennt in Holz, in Polster. Man hat auch mal Farbe und Lacke dabei. Das wird alles getrennt und gesondert dann entsorgt. Die Ablieferung von Grünschnitt ist kostenpflichtig. Seine Verarbeitung ist nicht in den Müllgebühren einkalkuliert. Grünschnitt fällt außerdem nur bei einem Teil der Einwohner und Einwohnerinnen an. Das trifft auch auf Boden und Steine zu. Durch spezielle Lagerung wird aus dem Grünschnitt Kompost produziert. Das ist unser Kompost, den wir dort haben. Das ist ein Endprodukt aus dem, was Private und Gewerbetreibende hier anliefern bei uns. Aus dem Grünschnitt, was wir mehrere Male umsetzen. Es wird erst geschreddert, dann wird es am Ende umgesetzt und wird gesiebt am Ende. Und am Ende kommt dieses Produkt raus, was man wieder für den Gartenbau benutzen kann. Auch Rindenmulch kann auf dem Abfallwirtschaftshof Wismar-Müggenburg zu moderaten Preisen abgeholt werden. André Matz vom Ferienpark Wismar-Lüttmoor nutzt das Angebot. Weil wir noch im Aufbau sind, bin ich einmal die Woche hier und hole mir mehrere Fuhren ab und benötige das, um unseren Platz schöner zu machen, damit die Gäste sich wohlfühlen. Die Mitarbeiter sind immer zuvorkommend, immer freundlich und Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt. Sebastian Friedrich berät die Kunden kompetent am Telefon. Insgesamt 7 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende sind auf dem Abfallwirtschaftshof Wismar-Müggenburg beschäftigt. Sie sorgen für die professionelle Abnahme der Wismarer Abfälle. Sie sind freundlich und kundenorientiert. Der Abfallwirtschaftshof Wismar-Müggenburg ist wochentags von 8 bis 16 Uhr, montags sogar bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.evb-wismar.de.